Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A New Beginning Final Cut Edition. Was haben wir denn hier alles so rum? Was ist das? Bücher. So Ansehen. viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Ich mal durchstöbern. Glied ein der L. Hier sind alle Buchrücken völlig unlesbar geworden. Üt, hier Okay. sind alle. Scheiße, jetzt gibt es noch einen anderen. Die würden in meinen Händen sofort zu Staub zerfallen. Ich würde hier gerne wissen, um welches Buch es sich dabei handelt. Schutthaufen. Ansehen. Ein riesiger Haufen Schutt versperrt den Durchgang. Betonplatten wiegen ungefähr eine Tonne. Okay. Da kommen wir nicht so einfach durch. Ansehen. Irgendwelche Terminals, aber ich sehe keinen Knopf. Nur eine zylindrische Halterung in der Mitte. Option. Keine sichtbaren Schalter. Vielleicht aktiviert man sie, indem man etwas in diese zylindrische Halterung steckt. Seife. Bestimmt nicht. Oh, schade. Irgendwelche Terminals, aber ich sehe. Unri es ko uch. Schade. Ich kann nichts lesen. Naja, irgendwie wirklich schade, So ne? viele Bücher. Die würden in. Irgendwelche Terminals, aber ich sehe keinen Knopf. Bestimmt nicht. Das Fenster ist etwas staubig. Dahinter ist die überflutete Straßenschlucht. Ja, ist ja gut. Es gibt keine Griffe oder so. Das vielleicht. Es gibt keine Griffe oder so. Das vielleicht. Es gibt keine Griffe oder so. Hier geht's ja weiter. Da hinten ist leider gar nichts mehr zu entziffern. Na, schade. So viele Bücher. Nigel! Faye, komm nicht näher. Der Boden gibt nach. Ich suche ein Seil. Ich kann dich. Nein, Faye, du musst. Hast du versucht über das Geländer? Nein, Faye. Faye! Hör mir gut zu. Es ist wichtig, dass du mir ganz genau zuhörst. Finde das zweite San Francisco-Team. Finde Salvador und Delvin. Nigel, lass mich dir doch. 2050 ist zu spät. Ihr müsst einen weiteren Zeitsprung wagen. Hier, in dieser Konsole. Ich habe. Ich weiß jetzt, wie wir die Katastrophe abwenden können, die Cyanobakterie. Sie ist unsere letzte Chance. Ich verstehe nicht. Ich habe die Informationen in zwei Datenkristallen gespeichert. Einer ist runtergefallen, als der Boden nachgab. Finde ihn. Gib ihn Salvador. Er wird wissen, was zu tun ist. Nigel, die anderen Teams, sie sind alle tot. Reich mir deine Hand. Die Bakterie. Sie ist der Schlüssel. Sie wollen mich wohl veralbern. Was? Es war schrecklich. Er war der einzige Freund, den ich noch hatte. Wie könnte ich so etwas erfinden? Ach, kommen Sie. Sie wissen ganz genau, worauf ich hinaus will. Erst dieser Svensson und jetzt die Bakterie. Warum sagen Sie es nicht einfach? Ihr Freund starb für meine Forschung. Bedrückt dich das gar nicht? Ich bin weiß Gott kein Unmensch. Aber ich beginne allmählich die Strategie hinter Ihrem Märchen zu erkennen. Wir halten fest, meine Blaualge oder Cyanobakterie ist die Energiequelle der Zukunft. Wie geht's weiter? Ja. Wie geht es jetzt weiter? Genau die gleiche Frage habe ich mir damals auch gestellt. Wir haben verreckt! 2050! Zu spät! Hallo? Aua, aua. Wer ist da? Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Zeitechos. Von den anderen. Moment mal. Was ist das? Ein Notrufsignal. Das zweite San Francisco-Team lebt noch. Das Signal ist keine 2 Meilen entfernt. Ich brauche ein Boot. Einmal schon mal ein paar. Aua, tat das gerade weh. Irgendwo dort muss das zweite Team sein. Die Stadt ist gänzlich überflutet. Ich muss eine Möglichkeit finden, über das Wasser zu kommen. Schwimmen.
Gibt's nicht, was wir machen können. Wir wieder da raus. Globus. Er hängt nur noch an einem Scharnier, aber scheint dennoch stabil. Er hängt nur... Der Globus hängt nur noch an diesem Scharnier. Er sieht noch recht robust aus. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Abbrechen. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Global. Die Buchstaben leuchten noch schwach. Ist also noch Strom. Nein, ich... Mit bloßer Gewalt, der Globus ist über das Scharnier fest mit dem Gestänge verschraubt. Krieg ich das ab, Seife? Das Scharnier ist sauber genug. Verstehe ich nicht. Den Paddel? Mit bloßer Gewalt, der Globus ist über das... Mit bloß... Der Glob... Nee, nee. Wie denn dann, Mädchen? So ein perfektes Boot. Da habe ich schon nachgeguckt. Vielleicht ist ja hier dran ein Schraubenschlüssel. Ich hoffe, das klappt. Ich auch. Jawohl, natürlich. Nicht schlecht. Und was haben wir da? Einen Schraubenschlüsselzieher. Klar, Schlüssel ist was anderes. Das versuche ich garantiert. Und selbst wenn ich wollte. Ja, stimmt. Da war ja was. Das geht ja hier lang. So, jetzt aber. Scharnier. Ja. Das scheint mir das geeignete Werkzeug zu sein. Kluger Gant. Damit können wir das Ding abschrauben. Platsch. Nach unten. Auf geht's. Eine Seefahrt, die ist lustig. Oh. Der Anzeige nach muss die zweite Kapsel hier ganz in der Nähe sein. Wahrscheinlich irgendwo unten, ne? Plane. Es muss umgekippt sein, als der Wasserspiegel gesunken ist. Da scheint etwas hinter der Plane zu sein. Aber mit bloßen Händen bekomme ich sie nicht ab. Hinter der Plane waren Fässer verborgen. Sie scheinen leer zu sein. Das Fass kann ich auch mit bloßer Hand rausziehen. Mach das mal. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. So kann ich das Brett... Die Steine werden von dem sauren Wasser umspült. Sauren Wasser, oh je. Oh, ein Brett. Und ein Abgrund. Ein kurzes Brett ragt aus dem Schlamm heraus. Ja, nimm es mal mit. So, jetzt aber hier nehme ich einmal ein kurzes Brett mit Stein. Die Steine werden... Das Brett ist zu... Ah. Das Brett ist zu... Wie, das ist... Das Brett ist... Ach so, ja. Dann gehen wir hier rüber. Nehmen das mal. Und so. Und wir sind drüben. Ja, kein Problem. Puh, das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Ja, wenn du musst. Jetzt kurz den Abgrund. Salvador! Delvin! Faye! Bist du das?
Ja. Alles in Ordnung bei euch? Nur ein paar Kratzer. Aber ich weiß nicht, wie lange wir hier noch in Sicherheit sind. Wo ist Nigel? Er ist tot. Und die anderen Teams sind alle tot. Dann lass dir schnell was einfallen, wie wir hier wegkommen. Sonst bist du bald die einzige Überlebende. Wie kann ich euch helfen? Du musst einen Weg finden, uns von hier wegzubringen, bevor die Zeitkapsel abstürzt. Aber wie soll ich das schaffen? Wir haben hier noch ein Seil. Wir können es mit der Harpune zu dir nach oben schießen, aber das ist auch schon alles, was wir tun können. Gut, probieren wir es aus. Wir haben ein Seil. Dieses Seil hat Delvin mit der Harpune nach oben geschossen. Wie soll ich die beiden damit hochziehen? Die Hinterachse ist mit Schlamm bedeckt. Nö. Keine Ahnung. Mit bloßen Händen kann ich... Ja, damit sollte ich die Hinterachse vom Schlamm befreien können. Ah, voll schlau. Auf. Stehe. Nee. Felgen nehmen. Ach nee, nö. Nee, die Felge nicht, sondern wo ist denn die Achse jetzt? Auf kein... Aha. Nee. Felge. Dann sehen. An der Hinterachse hängt noch eine angerostete Felge. Keine Ahnung, was mit dem Reifen passiert ist. Interessiert mich nicht, nimm die Felge ab. So, danke. Hinterachse jetzt aber so. Nehmen. Hinterachse. So. Hält. Das Hinterrad... dieses Fahrzeug könnte tatsächlich noch funktionieren. Auf jeden Fall. Mal gucken. Der Schlüssel steckt. Dieses Fahrzeug... Das Auto springt tatsächlich noch an, aber ich stelle es erstmal wieder ab. Warum? Ach, hey. Nein. Können Jungs jetzt hier einfach hochklettern? Ich hab das Seil! Was jetzt? Schau dich um! Du musst es irgendwo befestigen, um uns hochziehen zu können! Hab ich doch. Was wollt ihr von mir? Aktivieren. Was wollen die jetzt von mir hier? Seil jetzt an Hinterachse, Auto an, Gas geben, hochziehen. Ich hab das Seil! Was jetzt? Schau dich um! Hä? Jetzt willst du mich verarschen? Was ist denn gerade? Merkwürdig. Beweg dich mal ein bisschen hier. Stahlträger. Der Schlüssel mal. Es klappt. Das Auto springt, aber ich stelle. Ein Teil der Brückenkonstruktion. Das mache ich bestimmt. Wir kommen nicht mehr zurück. Was haben wir denn sonst alles? Aufnehmen. Was wollen die Leute von mir jetzt hier? Ich weiß doch nicht. Auf die Art rutscht das Seil von der Stange ab, wenn man daran zieht. So. Hält. Der Schlüssel, dieses... Das Hinterrad liegt jetzt frei. Ich glaube nicht, dass ich aber mit... Ich glaube nicht, dass ich das... Aber mit etwas Glück ist das auch gar nicht... Ja, benutze es doch. Nein. Ich könnte das Seil auf die Felge legen, wie bei einer Laufrolle. Aber dazu müsste ich die Felge noch irgendwo befestigen. Nein. Hä? Hey. Beim Stahlträger oder was? Halt. Und fertig ist eine Laufrolle. Die Felge steckt... Aktivieren. Das aber ich stelle es.
Nein. Aufnehmen. Umstahlträger gehen nichts. Läuft sie dahin, dann können wir zurückgehen und dann Gas geben. Pferd dreht sich so. Das machen wir jetzt noch, dann beende ich die Folge. So, ich habe das Seil über die Felge gelegt. Herzlichen Dank. Das Hinterrad liegt. So, hält. Sehr gut. Mach an. Der Schlüssel steckt. Na dann, los geht's. Ein neues Team. Und so kam es zur Wiedervereinigung mit Salvador und Delvin. Der Weg zurück zum Global war die Hölle. Also wirklich. Ich kenne ja die Theorien zum Klimawandel. Und ich bin weiß Gott auch der Ansicht, dass etwas getan werden muss. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich diese lächerliche Geschichte ausdenken. Es ist die Wahrheit. San Francisco unter Wasser? Tornados in Europa? Und das alles schon 2050? Lächerlich. Oh, Spaß. Ihr könnt nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz? Allerdings. Man dreht sich nur einmal kurz um und schon sind 10 Jahre verstrichen. Das Kind ist groß, die Frau ist krank und... Ach. Und die Pole sind geschmolzen. Eben. Eben nicht. Die Welt ist konstant. Es sind nur die Menschen, die sich ändern. Wenn es doch so wäre. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Na, wenn das so ist, können Sie sich doch auch getrost an meinen Sohn wenden. Er führt meine Forschungen weiter. Er ist der Svensson, den Sie suchen. Warte, ich bin mir doch sicher. Es war 2050. Hören Sie, ich kenne die Studien. Mein Gott, ich habe selbst welche verfasst. 2050 ist Humbug. Wie der Rest Ihrer Geschichte. Wie gesagt, wir waren auch überrascht. Oh Mann, Sie haben Ihre Rolle wirklich gut einstudiert. Also dann. Willkommen im 20. Jahrhundert. Fahren Sie fort. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Dazu wollte ich ja gerade kommen. Wie gesagt, der Rückweg zur anderen Zeitkapsel war eine Tortur. Ich hoffe, die Geschichte hat auch eine Pointe. Soll ich jetzt weitererzählen? Kommt drauf an. Wie lange dauert es denn noch? Na gut, wie du willst. Ich kürze die Geschichte etwas ab. Wir hatten also schließlich das Global erreicht. Mittlerweile war es Nacht. Und wir beschlossen, in den Ruinen Quartier zu beziehen. Ich verstehe ja immer noch, dass er sehr, sehr misstrauisch ist. Das ist ja jetzt hier irgendwie total... Chapter 2, Kapitel 2. A Night in the Global. Eine Nacht im Global. Hotel wahrscheinlich früher. Wow. Das war spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Hast du nichts zu tun? Das hier ist kein Lagerfeuer, Funker. Komm schon, Salvador. Ich finde, ich habe ein wenig Anerkennung verdient. Ich meine, erst die Aktion mit dem Kran und dann auf dem Rückweg auch noch diese Geschichte mit den Alligatoren. Alligatoren? Bitte Sie. Du wolltest die Geschichte ja nicht hören. Ach, verdammt! Gibt es Probleme, Delvin? Mehr als genug. Ich denke aber, wir kriegen die Kapsel tatsächlich noch einmal startklar. Es ist nur eben nicht ungefährlich. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Was genau bedeutet nicht ungefährlich? Für den letzten Zeitsprung haben wir jahrzehntelang Daten gesammelt. Für diesen hier haben wir einen angebrochenen Abend. Wenn ich mich verkalkuliere, dann könnte es sein, dass wir uns bei dem Transport in kleinen Scheibchen über einen Zeitraum von 3 Wochen verteilen. Dann darfst du dich eben nicht verkalkulieren. Dann darf ich mich eben nicht verkalkulieren. So einfach. Ohne Spaß. Ich bin so froh, dass ich nicht hier bin. Ich würd mich sowas von verkalkulieren, abgesehen davon, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht mal mit jahrzehntelangen Daten hinkriegen würde. Das ist ein Riesendruck, den er jetzt hat. Weil er jetzt hier in einem Nacht alles berechnen muss. Das ist heavy. Viel Glück, Kollege. Was brauchst du denn noch für den Start? Naja, als allererstes bräuchte ich das exakte Datum. Die zeitlichen Zielkoordinaten, wenn man so will. Und dann? Das ist nicht ganz unkompliziert. Geht es auch präziser, Pilot? Ich brauche ein Atom. Ein Atom. Gibt es hier nicht genug davon? Ja, nein. Ich brauche ein ganz spezielles. Eines, durch dessen Quantenmatrix wir zu der entsprechenden Zielzeit reisen können. Ach, so ist das. Na, zu dumm, dass ich mein Quantenmikroskop nicht dabei habe. Ich hab doch gesagt, es ist kompliziert.
Konzentrieren wir uns erst einmal darauf, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden. Genau. Das Wichtigste ist, dass wir uns schnell auf die neue Situation einstellen. Wir brauchen mehr Informationen, um das Missionsprofil anzupassen. Ich glaube, Nigel hatte einen Plan. Er hat mir einen Datenkristall gegeben. Wenn wir den zweiten auch noch finden können, lässt sich bestimmt rekonstruieren, was er herausgefunden hat. Datenkristall. Gib mal her. Was soll das sein? Eine Art Speichermedium? Ich glaube... Und dafür hat sich der alte Trottel in den Tod gestürzt. Ich habe immer geahnt, dass ein Mangel an Objektivität irgendwann die Mission gefährden würde. Und jetzt sitzen wir hier. Nur noch zwei Mann. Hey! Ach, Madame möchte auch einen Beitrag leisten. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ja, Alter, jetzt einmal nicht so vorlaut. Auf der anderen Straßenseite gibt es eine Art Bibliothek. Dort finden wir bestimmt alle Informationen, die wir brauchen. Eine Bibliothek. Hast du darum so lange gebraucht, bis du uns gefunden hast? Alter. Ich wusste doch gar nicht. Während andere ihr Leben riskieren, geht Madame erstmal eine Runde lesen. Gut gemacht, Faye. Also das ist doch... Kein Wort mehr. Ich habe weitaus Wichtigeres zu tun, als mir dein Gestammel anzuhören. Wenn du dich unbedingt hervortun möchtest, dann bitte mit konstruktiven Vorschlägen. Ich kann ja verstehen, dass wir unter Druck stehen, ja? Ich möchte nur erwähnen, dass ich gerade dein Leben gerettet habe. Ich vorher nicht wusste, ob du dich jetzt nicht wieder Oberarschi übernehmen sollst. Ja, okay, danke. Wieso reisen wir nicht so weit in die Vergangenheit, wie es nur geht? Studie 478. Für Beeinflussung müssen Menschen Problematiken realisieren können. Wir brauchen eine Zeit, in der es bereits ein Klimaproblem gab, um erfolgreich infiltrieren zu können. Das sehe ich auch so. Wir suchen einen äußerst schmalen Zeitkorridor. Der Klimawandel muss bekannt, aber nicht zu weit fortgeschritten sein. Also die temporale Nadel im Heuhaufen? Dazu sage ich mal nichts. Hat noch jemand einen ernstzunehmenden Vorschlag? Eigentlich ist doch klar, was wir tun müssen. Wir gehen rüber in die Bibliothek und suchen dort nach... Nein, ich habe einen besseren Plan. Ich werde mich in dieser Bibliothek da drüben umsehen. Auch gut. Vielleicht finde ich ja sogar ein Gerät, um die Daten auf diesem Kristall auszulesen. Ich habe ein paar Terminals gesehen. Danke, Funke. Die hätte ich wohl auch noch gefunden. Alter. Und vergiss nicht, dass es noch einen zweiten Kristall gibt. Nigel sagte... Nigel war ein idealistischer Querkopf. Ich kann mir schon vorstellen, wie sein Plan ausgesehen hat. Aber... Hör gut zu, Funke. Ich bin jetzt der ranghöchste Offizier bei diesem Einsatz. Es wird gemacht, was ich sage. Und ich will mir jetzt erst einmal selbst ein Bild machen. Irgendwelche Einwände... Nein? Ja. Dachte ich mir doch. Arschloch. Was hat er nur gegen mich? Nimm es nicht persönlich. Ich glaube, er ist noch aufgebracht wegen der Sache mit den Alligatoren. Der Trick mit der Hose hat zwar funktioniert, aber Salvador ist einfach niemand, der sich gerne bloßstellen lässt. Ja, und ich gehe jetzt mal hier kurz speichern. Ja, da will ich mal schreiben. Ja, möchte ich, bitte. Und dann mache ich nochmal. Und beende jetzt die Folge, beende diesen Part und beende auch meine Aufnahmesession für heute. Ich habe jetzt 4 Folgen aufgenommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.